Mal gespannt, ob ich das jetzt packe. Du schätze einfach mal, es gibt drei Wellen, weil er sprengt ja immer eine Kammer auf und es gibt drei von diesen Kammern. Ja, also bin ich vielleicht auch drei Wellen. Ja, da bin ich mal gespannt, was in der letzten ist. Ich habe ja ein bisschen was zum Healen, so ist es nicht. Aber Healen in einem Kampf, glaube ich, geht gar nicht so schnell, oder? Nee, das hat alles einen Cooldown dann. Dahinter. In der zweiten Welle waren nur noch zwei über. Hat einen Cooldown von anderthalb Minuten, das Medipack. Ich überlege. Ich glaube, das muss man zu zweit oder zu dritt machen. Es geht gar nicht anders. Ich habe aktuell 1400. Ich habe Gesundheit 1450. Ich habe das jetzt so gemacht, ich bin, als ich meditiert hatte, direkt zur ersten Kammer rangerannt. Da konnte ich halt mit meinem Macht auf den Boden kloppen, drei, vier Viecher downhauen und dann habe ich die anderen zwei mit dem Schwert gemacht. So dann, wo ich zur anderen Kammer gerannt bin, die war ja schon offen, haben die mich angespuckt und das sorgt dafür, dass ich wieder Haufen Schaden kriege. Das ist gerade Fähigkeit. Habe ich irgendwas, womit ich mich schützen kann? Weißt du zufällig, wo ich eine mittelschwere Rüstung herbekomme? Nee. Für was denn? Es ist einfach der nächste Rüstungstyp. Ich habe ziemlich viele Sachen zum Upgraden, aber der fordert immer, hier steht überall immer mittelschwere Rüstung erforderlich. Okay. Was ich halt nicht ein bisschen nicht kapiere. So, das hab ich doch jetzt. Wo kann ich denn das ausrüsten? Das. Was denn? Ich will diesen wütenden Ausbruch jetzt. Den kann ich ja, der ist mir jetzt freigespielt worden. Mit Level 10. Und ich kann den aber nirgendwo ausrüsten irgendwie. Hä? Ist das eine Fähigkeit vielleicht für deine Hotbar? Ich versuch's ja runterzuziehen, das geht nicht. Rechtsklick für eine Rüstung? Geht auch nicht. Ich habe ja schon alles versucht. Guck mal nochmal ins Inventar. Notfallflottenpass. Fordert einen Nottransport zur Flotte, ein Ort, an dem Händler und Ausbilder zu finden sind. Was? Ach, hier ist das! Oh, verkacktes. Ach, das habe ich schon auf der 5.
Okay. Gehen wir mal kämpfen und gucken, was das bewirkt, würde ich sagen. Ich kann ja auch einfach lesen, was es bewirkt. Okay, es sind keine Machtblitze. Das ist einfach nur eine sinnlose Machtattacke, wo ein paar rote Dinger auftauchen und das war's. Kannst ja wie gesagt lesen, was das ist. Weil du meintest Blitze. Und ich habe ja dann im Nachhinein auch gesagt, das werden keine Blitze sein, weil die heißen direkt Machtblitze. Also du bist ja alles, was ich mit Macht habe. Alter, aber das machen die Viecher hier zur Hälfte down. Was soll ich sagen? Irgendwie hat sie doch drauf, die Attacke. Wo ich trotzdem gern die Machtblitze hätte. Die sind mein Favorit halt in jedem Star Wars Spiel. Ich verstehe halt nicht, es gibt halt zum Beispiel bei mir, habe ich irre viele Fähigkeiten mit Macht, die auch aussehen wie Blitze. Entladung. Entladung, das müssten sogar noch die Blitze sein. Die sehen halt alle 1:1 eigentlich gleich aus. Ja, bloß ich hab sowas halt nicht. Hier ist irgendwas mit Auslöschen, das ist wieder Dezimieren. Das, was ist denn das? Dunkle Resonanz. Irgendwas mit Schwert. Unaufhaltsam. Ja, ich sag mal so, es stört mich nicht, wenn ich keine Machtblitze hab, also... Vier neue Fähigkeiten verfügbar. Ja, hallo? Ich würde die auch gerne nutzen können. Klinge werfen. Besuch zum Lernen deinen Ausbilder. Gefährten wiederbeleben und wiederbeleben. Oh. Okay. Waffengeschick Vibro-Schwert. Kann Vibro-Schwerter und andere Einhand-Nahkampfwaffen außer Lichtschwertwaffen tragen. Kann Einzellichtschwerter tragen. Sprinten erhöht das Bewegungstempo außerhalb des Kampfes um 35%. Wo liest du das alles eigentlich? Bei Fähigkeiten. Bei Fähigkeiten wären bei K oder wo? Nee. Bei F? Nee, P. P, P, P. Machtverstoß. Sprintet zu einem entfernten Ziel, verursacht 94 bis 104 Schaden mit der Haupthandwaffe, lähmt es 2 Sekunden lang und unterbricht seine Handlung. Erzeugt 3 Wut, kann nicht gegen Ziele in Deckung eingesetzt werden. Rüstungsgeschick Mittel, kann mittelschwere Rüstung tragen. Allgemein sammeln, Rüstungsgeschick leicht, Rüstungsgeschick adaptiv, Flottennotfall passt. Rüstungsgeschick schwer. Okay. Endlose Wut generiert ein Wut, wenn du angegriffen wirst. Dieser Effekt kann nur einmal alle 6 Sekunden auftreten. Klingenwende. Die ersten 2 Sekunden von Schwertschutz gewährt 100% Nah- und Fernkampfverteidigung. Ich bin jetzt Level 10 und irgendwie das da drin ist immer noch ein bisschen zu krass für mich. Ich weiß nicht warum. Es ist ja auch, anscheinend ist es ja wirklich eine Nebenquest. Was bedeutet, man sollte vielleicht in der Stufe... Welche Leute, die Gegner Level 7 sind da, oder ist das schon für dieses Level gemacht? Aber ich denke immer noch, es ist dafür gedacht, dass man die nicht alleine macht. Weil irgendwann fliegst du ja zu anderen Planeten, da kannst du die dann auch nicht mehr machen. So schnell. Ja doch, ziemlich schnell wieder in der rein. Wenn du das so spielen willst, dann bitte.
glaube nicht, dass das wirklich lange dauert, das Hin- und Herreisen. Keine Ahnung. Ich habe den Planeten heute noch nicht verlassen. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Nee, ich will mein Zeug verkaufen, du Arsch. Credit Chips. Dieser Gegenstand hat keinen Nutzen, kann an da verkauft werden. Ja, verkaufen. 5300 habe ich jetzt. Sie vor. Immer noch nicht weiß, wie die aussehen. Die erkennst du, die heben sich von allem ab und die haben so einen leuchtenden Schimmer. Dann habe ich wirklich noch keine entdeckt. Aber wenn man hier mal so betrachtet, wie viele Gänge hier einfach noch in der normalen Unterwelt von Korriban noch dunkel sind, das ist krass. Da kann man richtig ableuten, dass da ordentlich noch was kommen wird. Wieder am Start und wow. Ich hätte da nicht runterspringen dürfen. Los, Fahrstuhl, fahr mich hoch! Jetzt würde er auf dein Kommando hören. Ich bin drauf gesprungen, der fährt hoch. Ja, er hört auf mich. Ein Fehler. So, das war... Was war das? Nagashados Grab. Genau, gehen wir erstmal hier reingucken. Was? Errungenschaft? Noch irgendwas erhöht persönliche Eroberung. Korriban Kampf gegen Feind 1. Hä? Und da stand irgendwas, dass ich das öffnen kann. Paketbetrachter. Hm. Nee. Ruhmversteck? Nein. Das da? Nein. Heldentransport. Abklingzeit 60 Minuten. Roter Matrix. Ach doch, ich habe auch schon Matrix-Splitter. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Och Mann, wo war denn das jetzt mit dem Ding, was ich hier gerade gekriegt habe? Wieder da. Ja. Ah, okay. Immer alles an, wird man angegriffen, ey, von den Drecksäcken hier. Willkommen im Hangar, bla bla bla. Das, das.
das, Alter. Ich hab so viele Tutorials übersprungen. Wie? Ach, die Fragezeichen meinst du? Nee, dieses komische Ding wurde dann. Ja, ist schwer zu erklären gerade. Crewfähigkeiten, Gefährten und Kontakte, Missionsabbruch, Ruhmversteck. Nein, da wollte ich nicht rein. Aktivitäten. Ne. Flashpoint. Eintragen. Erfahrungspunkte plus 7000 plus 240 Credits tägliche Belohnung. Ach, das ist für eine Gruppe. Nee, möchte ich nicht. Einzelspieler. Die Black Talon. Imperialer Transformator. Ach, da muss ich hinreisen, okay. Ich werde 100 pro gleich wieder angegriffen. Ja, die stehen hier schon so rum, die Assis. Die Assis, ja. Credits. Ich will jetzt wissen, was es hier für mich gab. Sammlung. Nix. Okay. Gut zu wissen. Ruhmversteck ist auch nichts drin. Warum auch? Ich hatte dann nämlich was, so eine Anzeige, wo ich das hätte öffnen können. Und irgendwie, das ging einfach nicht. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Boah, jetzt sind die schon wieder hier gespawnt. Lasst mich doch mal in Ruhe! Klingen-Emitter. Ich glaube, das ist entweder für eine Vibro-Klinge oder für Dingsbums. Für ein Lichtschwert. Nee. Mann, wo war das denn? Missionslogbuch. Eroberung. Raumjägerhangar öffnen. Nein. Hier. Ah! Kampf gegen Feinde 1. Korriban Kampf gegen Feinde 1. Gibt 2000 EP und noch irgendwas. Du hast kein Schiff. Ich kann keine Sternkarte öffnen. Ey, ihr Arschgeigen. Könnt ihr mich einmal in Ruhe lassen? Gerade sowieso. Das hier heißt ja auch Imperium. Und warum hat Palpatine nochmal Imperium wieder? Das hier ist das Sith Imperium. Das ist wieder anders im Gegensatz zu Palpatines normalen Imperium. Das war ja dann das galaktische Imperium. Trotzdem, wieso nehme ich den Begriff Imperium zweimal? Entweder ist er komplett unkreativ oder. Darko, die Sith sind leicht gestrickt, bei denen heißt alles Imperium.
Jetzt habe ich wieder vergessen, wo ich drinne war. Hier, Missionslogbuch. Eroberung. Kann ich mir jetzt hier was aussuchen? Kostenlose geringer Klassenmission Erfahrungsschub, universal sammelt Tresorkiste, 25er, 1000er Credit Dingsbums und sowas da. Ich würde gerne so ein Tresording haben, muss ich ehrlich sagen. Ein Credit Chip im Wert von 25.000 Credits kann bei jedem respektablen Händler gegen Ware im entsprechenden Wert eingetauscht werden. Benutzen. Diese Kiste enthält 5 Rüstungsteile. Erhöht eine Stunde lang sämtlich gewonnene Erfahrung durch abgeschlossene Klassenmissionen um 25%. Enthält Geschenke für deine Gefährten, so ein komischer Beute. Und der Tresor enthält Sammeldekorationen für deine Festung, an denen Handwerksmaterialien geerntet werden können. Diese Universal-Tresorkiste enthält 3 zufällige Dekorationen. Einen Ressourcenknoten für jeden Material, für jede Materialstufe. Ich würde eher das mit der Rüstung nehmen. Aber weißt du nicht, was du da gerade auswählen willst? Taris Balmor McShar. Aber ich habe das doch jetzt abgeschlossen. Wie kann ich das einfordern? Ich würde das Wort wirklich gerne mal jetzt einfordern, weil und so, es gibt Geld, es gibt XP, es gibt ein Geschenk. Ich weiß halt echt nicht, was du da gerade überhaupt machst. Kampf gegen Feinde, ich muss 50 Gegner besiegen, ich habe 13 besiegt. Dann gibt es halt schon wieder 5, oh, da wollt ihr mich verarschen. Sternkarte öffnen, geht aber nicht, ich habe noch kein Raumjäger. Abgeschlossen. Du hast die Nichtspielergegner auf Korriban besiegt. Ja, und? Du hast kein Schiff. Ich kann die Sternkarte nicht öffnen. Das heißt wohl irgendwie, dass ich auch nicht an die Belohnung komme. Das ist scheiße. Das ist mal richtiger Abfuck gerade hier, ey. Dafür müssten die 4 jetzt sterben, ist mir scheißegal. Und ach, wo geht's weiter? Na, ist egal, ich komme eh immer ans Ziel. Hier lang. Keine Lootkiste, schade. Kann ich dich bitte looten? Danke. Schon wieder eben mit der Klinge. Stärker als die anderen. Und da war er tot. Tschüss, Monetarisierung. Warum? Ich hab schon wieder Star Wars Musik, Kampfmusik von Star Wars. Du.
Gepäck. Ich danke euch. Da gibt es nichts. Dann müssen wir hier weiter. Da kommen jetzt Druiden. Das sieht nicht gut aus. Da nach Kuriban. Dahinter muss ich. Also noch 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5 Räume. Du machst sowieso gerade, glaube ich, das ganz andere. Ja, ja, ich bin gerade in den anderen Graben. Ach, die Hauptquest oder was? Von Naga Shadow. Ne, das ist auch wieder was ganz anderes. Einheiten-Scheitsystem. Welches Level ist denn der da drüben? Hoch Level 11. Ja, Level 11. Okay. Ich will aber dahinter. Das ist ein Einzelraum. Da gibt's bestimmt irgendwas. Irgendwas Interessantes gibt's da. Oh, Haufen Gegner. Hier kann ich noch nichts machen. Okay, das heißt... Ach doch, hier, lol, das ist ein Zepter gespawnt. Okay, das brauche ich bestimmt für eine andere Quest. Verfolgt mal den, der räumt. Was? Mushi-Mango? Der hat das Spiel eindeutig durch. Also wer sich Mushi-Mango nennt, hat das Spiel durch. Eindeutig. Ich folge dem jetzt einfach, der räumt mir den Weg gerade frei. Los, Mushi-Mango! Der ist Level 7! Helf mal dem mal. So. Da ist rot, ich muss also da lang. Was ist das? Das ist wieder so ein Zepter. Aber warte mal, da ist es doch rot, da komme ich gar nicht lang. Danke, Mushi Mango. Ich hab dir geholfen. Könntest du mir auch mal helfen, du Arsch. Oh, wenn man sich anschaut, wie groß der Dingsbums ist. Korriban noch ist. Hier gibt's noch eine Menge zu tun. Ja. Ja, ich glaube halt hier beenden wir komplett unsere Ausbildung. Ja. Gibt ja auch nur Sinn eigentlich. So, Mushi-Mango, du bist jetzt im Kreis gerannt. Ich würde sagen, selber schuld, wa? Hier, ganz kurz ein kleines Medikit. Imperialer Sanitätsdruide steht hier rum, ernsthaft. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Oh, oh. Allgemeines Medipack. 584 bis 711 Gesundheit. Geringes macht genauso viel. Hä? Was ist denn das für eine Logik? Leben Sie wohl.
Muss ich nicht verstehen. Ach komm! Mushimango Quia, los! Der macht das wirklich. Geil! Hä, aber... Mir wird hier drin auch wieder... Oh, der ist tot. Die sind Level 10, die Druiden. Oh. Hä? Nee, ich muss hier erst mal ganz kurz weg. Das ist gerade Shit. Hä? Ich soll doch hier in dieses Grab gehen. Mir wird hier aber nichts angezeigt. Logbuch? Bestie in Marker Ragnoks Grab niederschlagen. Nimm ein Taxi. Ich bin im Grab, soll aber in die Wildnis fahren. Okay. Läuft bei den Spieleentwicklern. Kann es sein, dass du im falschen Grab bist? Ich bin schon bei der Person, die tot ist im Grab. Aber ich soll in die Wildnis. Da muss es wohl noch ein zweites Grab geben, weil das ist dann das mit der Bestie töten. Ja, aber ich muss sagen, ich beschwere mich nicht, dass ich hier reingegangen bin. Ich bin schon wieder von den XP her halb voll. Vorüber im Kampf gegen Feinde 2. Erhöhung, bla bla, öffnen. Jetzt. Ah, okay. So, da healen wir uns mal ganz kurz. Gucken, Lunzen, gibt's hier was? Außer eine Schrifttafel, die an der Wand hängt. Nichts zum Looten, also raus hier. So, jetzt bin ich hier. Da gab es diese Statuette mit einem Zepter. Da wollen wir nicht hin, da geht nichts. Sind wir schon gelaufen. Gucken, Lootkiste, nichts zum Looten. Aufstrebender Akolyt. Du musst sterben, tut mir leid. War er tot? Ja.
Was hast du davon? Jetzt chillt irgendein Chirurgen. Oh lol, was mir gerade einfällt, wo ich das erste Mal in der Akademie war, habe ich doch so eine alte Oma gesehen, mit die ich angequatscht habe. Ja. Mit Level 10 kann man ja jetzt zu der gehen. Ich glaube, da gibt es wieder Training oder irgendwie sowas für neue Fähigkeiten. Sicher, dass man mit 10 zu ihr gehen kann? Ja, stand da.